So, hallo, herzlich willkommen zu einer wunderbaren Wanderausgabe hier in KX Drift Racing Online. Ja, es gab mal wieder ein schönes neues Update und in dem Zug kam das beste Auto aller Zeiten ins Spiel rein. Wie ihr im Hintergrund seht, der wunderbare Ferrari F40. Also gut, er heißt hier nicht Ferrari F40, er heißt hier Quaranta. Ich nehme Ferrari 40, das klingt irgendwie ein bisschen angenehmer, aber Ferrari sieht zwischen anders. Aber egal, auf jeden Fall kam dieses wunderbare Fahrzeug mit dem aktuellsten Update ins Spiel rein. Und ich könnte natürlich nicht glücklicher sein, wie ihr wisst. Ferrari F40 ist für mich das, okay, nicht nur für mich, es ist das beste Auto der Welt, da gibt es keine Diskussion, Feierabend, Ende. F40 ist Peak-Fahrzeug, mehr braucht man nicht. Das Ding ist einfach wunderhübsch, allen Belangen, was es an Fahrzeug sein kann. Und ich freue mich riesig, dass dieser Wagen hier seinen Weg in das Spiel reingebracht hat. Und die Sache ist ja, da ich das ja kein von Ferrari lizenziertes Produkt ist, sondern, naja, lizenztechnisch in einer harten Grauzone schwebt und irgendwie ich mich immer noch wundere, dass dieser Spielhersteller noch nicht verklagt worden ist im Grunde Boden. Haben wir den Vorteil, dass natürlich hier nicht aus Italien der Schlagstock auf die Finger kommt, wenn man mal wieder hier mal ein Bodykit versucht anzubringen, ja, weil Ferrari baut seine Autos perfekt. Daran muss der Pöbel nichts dran ändern. Da muss man nichts dran ändern. Das Fahrzeug ist perfekt. Ne? Dementsprechend ist natürlich ein Grund, warum es in Thüringen spielen keine Möglichkeit gibt, diese Fahrzeuge zu ändern. Gut, hat nicht davon abgehalten, Liberty Walk das Ding kotzen zu zerflexen. Das ist auch schon bei mir dann so hart an der Grenze. Aber ich bin sehr gespannt, was wir deswegen hier im Spiel machen können, weil, wie gesagt, kein Italiano dahinter sitzt und sagt, du, das machen wir hier mal nicht. Sondern hier sitzt keiner dahinter und sagt, das geht so nicht, was ziemlich cool ist. Deswegen freut es mich sehr. Wir fahren den Wagen jetzt erstmal kurz eine kleine Runde, um natürlich zu gucken, was kann denn der F40 Vanilla so? Nebenbei. Oh, warte mal. Nein, halt mal an. Dann müssen wir mal ganz kurz hier. War schon mal nicht schlecht, ne, klangtechnisch. Gut, Innenraum ist jetzt nicht unbedingt detailtechnisch am Ausrasten. Da ist irgendwie auch ganz schön niedrig aufgelöst. Vor allem die Zusatzanzeigen und die, ich nenne es mal, Hupe. Aber sonst. So. Klangtechnisch kann das was. Gut, wir gucken mal. Wir gucken mal, was das so drifttechnisch kann. Ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal so, das klassische Driftfahrzeug, was an den Kopf kommt. Aus den 80ern einen alten Ferrari mit Mittelmotor nehmen und das Ding quer versuchen zu schmeißen. Das ist jetzt nicht unbedingt typisch passend driftmäßig. Vor allem auch natürlich finanziell jetzt nicht unbedingt eine sehr gute Entscheidung, hier in der F40 mal der Bande ein bisschen näher zu bringen. Aber wir gucken mal, was wir damit heute so anstellen können. Bin vor allem sehr gespannt, was für Bodykit-Varianten wir haben. Ich hoffe ja sehr, dass wir auf jeden Fall über die Walk-Kit haben. Also Liberty Walk Kit. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, weil es gibt sonst keine Möglichkeit, diesen Wagen zu tunen in Spielen. Also groß. Es gibt in den mehreren Spielen, in The Crew ist er drin, in Need for Speed ist er drin. Und ja, es gibt Bodykit-Teile, aber die beschränken sich auf, bis auf manche Lippen oder Diffusoren, wo man da mal ein bisschen was machen darf. Meistens eben auf Ferrari-offizielle Teile, also eben in dem Fall dann den Umbau auf das LM-Bodykit vom F40. Und ich persönlich, ich finde den LM schön. Bin aber doch eher Fan vom normalen klassischen F40, weil wir hier eine Mischung aus normalen Scheinwerfern und Pop-Up-Headlights haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, Pop-Up-Headlights zu haben, dann behält man die auch und packt den Teufel die Dinger an und nimmt die ab. Das macht man einfach nicht. Und deswegen werden wir heute auch alles geben, dass diese Pop-Up-Headlights Pop-Up-Headlights bleiben. Zumindest hoffe ich mal, dass ich das machen kann. Wir werden es jetzt mal gemeinsam sehen, was wir so anstellen können. So, wir gehen erstmal in die Garage. Jetzt gibt es erstmal natürlich Leistung. Wir haben original maximal geschimpft, 212 km/h. Nein, aber gut. Gut, lassen wir das. 435 PS. Wir können hochgehen auf wunderbare 1021 PS. Oh, direkt mal. Oh, man muss aber sagen, die originalen Felgen sind aber auch schon. Die sind aber auch schon gut, ne? Da können wir gleich Fitment-mäßig noch ein bisschen machen. 336 km/h, 1021 PS, 1024 Newtonmeter sind am Schlüssel. Das kaufen wir uns einmal entspannt. So, und jetzt gehen wir mal in die Bodykits. Wir haben Stock, wir haben Custom Bodyworks. Okay, das ist eine krasse Transformation. Holy shit, das ist wirklich ein insaner Unterschied. Mutter Maria. Das finde ich schon mal geil. Dann haben wir R&T. Ja, das ist klassisch so ein bisschen in die Richtung eben LM-Bodykit, was wir hier haben. Und wir haben Street. Das ist auch nicht Liberty Walk. Okay, krass, wir haben nicht typisches Liberty Walk-Kit, sondern wir haben zwei wirklich Custom-Made-Bodykits. Okay, das ist unerwartet. Aber ich kann auch beim Standard-Bodykit alles ändern. Ne, da haben wir nur Street. Nein. Haben wir CBW auch Scheinwerfer? Ne, hat er nicht. Okay, dann passt das ja. Aber rein theoretisch kann ich hier auch andere Fender nutzen? Ich glaube nämlich nicht. Welchen Breitbau haben wir, muss ich mich für eins der anderen entscheiden. So,
So, was wollen wir denn für einen Breitbau haben? Das ist auch kein Breitbau, ne? Und, oder warte mal. Oh, ist das doch das Liberty Walk Kit? Doch, das könnte Liberty Walk sein. Doch. Hoppla, doch, wir haben Liberty Walk. Da seht ihr nämlich, hinten ist der Fender breiter. Das Liberty Walk Kit ist ja nicht sehr extrem. Ja, nee, das ist Liberty Walk. Die Karosse vorne, also bei Liberty Walk hat es ja so gemacht, die haben den hinten wirklich verbreitet, also hinten wird es wirklich weggeflext. Und vorne ist diese komplette Haubeneinheit komplett ersetzt worden. Da haben sie ein komplett neues Teil anfertigen lassen, was einfach in sich breiter ist. Das seht ihr ja vorne ganz gut. Okay, nee, okay, R&T ist Liberty Walk. Okay, alles gut, wir haben doch Liberty Walk. Mein Fehler, ich habe mich gerade vertan. Boah, das Ding ist schon von der Lippe und so her assi, ne? Wie Hölle. Das ist auch wild, aber ich muss sagen, ich glaube, wir gehen auf Liberty Walk Optik. Wir bauen eine Liberty Walker 40. Ich glaube, wir bauen eine Liberty Walker 40. Aber schön, dass es trotzdem mehrere White Body Kits gibt. Also das ist trotzdem positiv zu erwähnen. So, wir haben mehrere Scheinwerfer-Varianten. Wenn wir Liberty Walk haben, haben wir keine Pop-Up-Headlights mehr. Das macht mich seelisch gerade schon ein bisschen fertig, ne? Bin ich ehrlich mit euch. Hier hätten wir noch Pop-Up-Headlights. Ja, komm, ist scheißegal. Wir gehen jetzt auch. Wir machen noch Pop-Up-Headlights. Ihr wisst, meine Aussagen sind nie konsistent. Wenn ich vor 2 Minuten gesagt habe, wir wollen Power Headlights, dann ist mir das 2 Minuten später wieder egal. Kennt mich doch. So, Stoßstangen können wir trotzdem komplett ändern. Wir können Original, wir können demontieren, was ich ganz cool finde. Okay, wir haben auf jeden Fall viel Auswahl. Oh, wir können auch die Street-Stoßstange nehmen. Dann können wir die Assige nehmen. Das finde ich geil, weil die finde ich schon ein bisschen fetter. Ja, wir nehmen die komplett Assige. Komm, wir übertreiben es komplett. So, Stock. Oh, nee, es geht. Ah, okay. Also ist er wieder schmaler, ne? Shit, dann nehmen wir die Whitebody-Funktion vorne weg. Ihr seht, wir verlieren Platz vorne. Aber wir können Pop-Up-Headlights fahren. Ah, dann scheiß drauf. Dann nehmen wir die Front. Okay, dann machen wir das so. Okay, dann arbeiten wir so. Ach, Kurflügel ist hinten. Ach, krass. Okay, die gibt es lackiert und unlackiert. Wir nehmen den dann. Okay, wunderbar. So, Dach. Gibt es einmal... Ist das Carbon oder ist das einfach... das wollte ich nicht. Ist das schwarz oder einfach Carbon? Aber wir nehmen es gerne in Farbe. So, Spiegel. Haben jetzt das die Originalen. Die Motorsport-Style, die wir hierbei haben, sind schon ganz geil. Ich hätte gerne eine komplette Zelle. Oh. Okay, die Zelle kommt optisch aber in richtig geil. Okay, der Käfig gefällt mir gut. Das hier gefällt mir gut. So, Schweller. Da gibt es hier natürlich dann auch in verschiedenen Varianten. Natürlich, das hier ist natürlich das Passende zu dem Whitebody-Kit. Aber wir können natürlich trotzdem einen anderen Schweller nehmen. Dann haben wir unten einfach den Reifen mehr draufstehen. Das finde ich optisch sogar ganz cool. So sieht das natürlich cleaner aus, aber wir können ja ruhig schon ein kleines Mischmasch zwischen allen Sachen machen. Ich finde, das passt ganz gut eben vorne zur Stoßstange. Jetzt nehmen wir das mal. So, Kofferraum. Gibt es eben auch lackiert oder eben nicht. Heckstoß. Oh, da haben wir einiges. Wir haben Stock, dann haben wir... Okay, der 40 Meter Bashbar ist schon eine wilde Nummer, ich sag's mal so. Dann haben wir den Diffusor. Bumper Cut ist auch eine wilde Nummer. Das ist das Passende. Ich bin gerade kurz davor, eine Bashbar hier einfach dran zu zimmern. Oder eben diesen Bumper Cut. Wir machen den Bumper Cut. Komm, scheiß drauf, weil es geht, ey. Das lässt mich kein Spiel machen, weil dann wäre 40. Wir müssen das machen. So, Spoiler, aber nur zwei Varianten. Wir haben einerseits mit dem Plexiglassteg. Ist Plexiglassteg in der Mitte, ne? Oder gar kein Steg. Ja, mit dem Plexiglassteg, der passt schon ganz gut. Holy shit, wir haben Rückleuchtenauswahl. Mutter Maria. So, wir können einfach ganz... Erstaunlicherweise sieht das hier gut aus. Normal sieht das Rack aus, wenn die Scheinwerfer die Rückleuchten rausnimmt. Aber dadurch, dass wir das Gitter dahinter haben, kannst du das sogar echt rocken. Das geht sogar ganz, ganz klar. So, dann haben wir das noch mit den F1-Lichtern. Komplett rot. Rot mit schwarzem Punkt. Nur noch ein. Und diese, warum auch immer, Ford Mustang-Rückleuchten, die ich eindeutig nicht in den F40 reinkrachen werde. Wir machen das schon mit F40-Style. Das mit komplett rot finde ich schon sehr gut. So, Stock-Auspuff, Custom-Exhaust, R&T und den hier. Nehmen wir ruhig den hier, das ist schon ganz nett. So, Sitze. Brauchen wir nicht ändern, weil die Originalen sind rot, die sind schon ziemlich sexy. Da will ich nichts dran tun. Das passt schon sehr geil zueinander. So, Handbremse. Muss erstmal eine rein. Da ist ja original noch keine, ne? Da ziehen wir mal schön eine rein. Der Shifter, lassen wir auch original, weil der ist schön gated. Das sieht man direkt alles richtig geil. Felgen lassen wir auch so, weil die finde ich auch perfekt. Reifen ändern wir gleich noch. So, das kaufen wir erstmal alles. Ist schon wild, ne? Also, wie gesagt, wir reden immer noch in der 40. Da sind die meisten Spiele nochmal ein bisschen zickig, was das Thema angeht. So, ich will mal ganz kurz gucken, dass ich die Exhaust-Note noch ein bisschen Enable Flames. Ne, da ist an. Das Volume. Random Factor machen wir mal hoch. Max Time. Ja, das passt schon so. Ja, das passt. Okay, super. Ich will die auf jeden Fall Flammen haben. Gut, so.
Jetzt würde ich den Wagen auf jeden Fall sehr gerne rot machen. Ich will den einfach nur rot haben, weil ich finde, das passt ganz gut immer noch bei so einem roten Ferrari. Aber das passt irgendwie nicht farbtechnisch so ganz. Da muss ein bisschen dunkler, oder? Saturn, Metallic. Ja, Metallic passt auch nicht. Verchrom passt nicht. Chameleon, es muss schon Glanz. Aber irgendwie sieht das nicht so das Rot aus, was ich mir jetzt auf einem Ferrari vorstelle. Hören wir es mal so. Wir machen ihn mal so. Das passt schon so. So, einmal kaufen. Dankeschön. Scheinbar könnten wir vorne gelb machen, ne? Oder komplett schwarz. Wir machen die mal gelb. Wir machen die mal so leicht gelb, warum nicht? Wir machen die mal so leicht gelb. So, gut, das passen wir alles so. Jetzt gehen wir mal rein in den Prüfstand. Wir wollen nämlich noch ein paar Sachen ändern. Erstmal ändern wir jetzt mal den Motor. Den kriegt erstmal richtig Bums. Motorabstimmung. So, 1120 PS haben wir. Wir gehen mal auf, wunderbar, 1050. 1070. Perfekt, das finde ich schon mal gut. So muss es. So, jetzt gucken wir mal. Ich will das Ding natürlich komplett am... Oh, ich merke gerade, das Ding, die geht schon am Boden. Alter, was soll ich denn jetzt noch hin, Mann? Federlänge. Da lege ich ihn ja tiefer mit, ne? Geht schon auf, oder? Das ist schon ganz gut. So, jetzt ändern wir mal die Felgengröße noch. Räder. Haben wir schon 20 Zoll da drauf. Jetzt brauchen wir Reifen. Reifenprofil. Machen wir ein bisschen geringer. Das ist schon ganz gut. So, Reifenbreite hätte ich gerne auch noch geringer, dass wir ein bisschen stretchy fahren. Aber trotzdem ein bisschen raus. Wir machen gleich auch noch ein bisschen Sturz rein. Mach ich da mal keine Sorgen. So, Radstandprofil auch raus. So, ändere ich nochmal den Sturz. Aufhängung, ne? Da, Radsturz. Einmal rein die Bude. Hinten machen wir auch noch rein. Guck mal hier. Das ist schon mal ganz gut. Vorne muss ich aber nochmal wieder Mühe rein. Vorne sind wir ein bisschen weit raus. Aber da finde ich schon mal ganz gut. So, einmal bitte erspeichern. Dankeschön. Ich muss sagen, für der 40 geht das schon ganz gut fit. Also, wie gesagt, das lässt mich halt kein Spiel der Welt machen. Aber, okay, es liegt nicht an den Spielen. Ich glaube nicht, was Speed & Co. würde mich das machen lassen, zum Teil. Wenn Ferrari nicht den Stock so dermaßen quersetzen haben würde und sich denken würde, was sie sind. Lamborghini und Co. sind ja auch nicht so. Also, dementsprechend wundert mich, warum Ferrari sich da so viel rausnimmt. Aber ist schon gut. Ist schon nett. Okay, wir müssen das Ding mal driften. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt so drifttechnisch geht, weil das ist natürlich jetzt so ein bisschen der wichtige Punkt. Optisch bin ich sehr angetan, muss ich wirklich sagen. Also, das gefällt mir sehr gut. Chapeau. Also, dass drei Bodykits zur Auswahl gehen, eins davon Liberty Walkers und die anderen sind auch Custom, das ist schon echt geil. Boah, das sieht aber sieht schon gut aus. Boah, okay, Tune klingt der Motor aber auch fies. Man muss auch sagen, der 40 mit Bumper Cut ist aber auch schon eine wilde Nummer, ne? Ich will mal ganz klar sagen, also Bumper Cut im F40 macht mich schon ein bisschen zufrieden. Würde ich ihn echt nicht machen. Aber dafür haben wir ja Videospiele, dass ich das umsetzen kann. Und hier sind wir. So viel Rauch, ich sehe halt nichts, ey. Hat die Strecke mal ein Update bekommen? Die hat ein Strecken-Update bekommen in irgendeinem der letzten Updates, oder? Weil die Strecke, also Layout kenne ich noch, aber die sieht ja ein deutliches Stück geiler aus vom Detailgrad. Jo, einmal eingedreht. Moin. Wenn ihr auch gesehen habt, dass der 40 ja auch in KX Street reingekommen ist. Ich meine, juckt mich noch nicht, weil es ja doch immer noch auf dem Handy nur verfügbar ist und die PC-Version irgendwann mal kommt. Ich meine, es gab hier erst einen richtigen Screenshot. Die sahen auch wirklich lecker aus, muss man sagen. Aber da ist er ja auf jeden Fall auch drin. Da freue ich mich ja sowieso am meisten drauf, weil die ganzen Autos ja auch dann in KX Street drin sein werden. Und mit dem irgendwann mal, hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft, schön Streetracing-mäßig durch die Stadt zu kramen mit 40 und den dann auf Grip getuned. Da sehe ich mich aber schon sehr, bin ich ehrlich. Da habe ich schon brutal Spork drauf. Das wird schon eine geile Nummer. So, dann können wir uns halt mit dem Wagen hier in KX Drift Racing austoben. Und ich finde es eine schöne Wahl. Es ist jetzt kein klassisches Driftfahrzeug. Ich meine, die meisten klassischen Driftfahrzeuge haben wir ja mittlerweile in-game. Deswegen können die Entwickler jetzt mittlerweile ja ein bisschen weiter ausholen und alles Mögliche einfach reinschmeißen. Und dadurch sind wir jetzt halt hier in einem Liberty Walk F40 mit Bumper Cut
am Rumdriften. Was ich durchweg lohnenswert finde. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mein neues Lieblingsauto im Spiel wird, ist, sagen wir mal, so recht hoch. Der 40 hat schon einen sehr wilden Status bei mir. Und da ist sehr schwer, den Rang abzulaufen, glaube ich. Mein Handling-Tuning müsste ich auch wieder noch mal ein bisschen machen. Was Ackermann-Winkel und so Kram. Was Ackermann? Nee. Wie ist denn der Winkel nochmal? Aber über der Winkel da. Ich glaube, ich habe gerade falschen Namen genommen. Weiß ich gerade gar nicht. Aber da so ein bisschen anpassen und so. Also da ist noch ein bisschen Arbeit notwendig, weil da ein bisschen, ich sag mal, zickig zu driften ist. Ich glaube, man sieht es hier ganz gut. Gibt so Momente, wo ich ihn dann schwierig nur noch fangen kann. Ja, die Map wurde auf jeden Fall stark überarbeitet, was ich gut finde. Die ist echt geil geworden jetzt. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Aber das hat Bock gemacht. Sehr geile Kiste. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen oben lasst. Würde ich mir sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hier im nächsten Video von KX Drift Racing. Das kam nicht noch ein weiteres Auto rein. Das gucken wir uns, denke ich, auch noch in einem der kommenden Videos an. Aber der 40, ich glaube, ihr wisst selber, der hat erstmal Priorität bei mir. Aber ja, schaut euch das nächste Auto auf jeden Fall an. Kann ich nur empfehlen. Und da werde ich raus. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.